Vielleicht kannst du mal, vielleicht kann man es ein bisschen kleiner machen. Sie haben ein solches. Ich habe mich erfrecht, ein neues Strukturmodell der Psyche zu entwerfen. Und es hat auch, ich werde da nachher viel dazu sagen, aber wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? Ich war im Jahr 2008 oder 2009, ich weiß es nicht mehr genau, wann die Minarett-Initiative angenommen worden war. Einigermaßen erstaunt, wie so etwas möglich ist. Und in der Schweiz erstaunt waren damals auch linksliberale Kreise, die sich innerhalb des Club Helvetik formiert haben. Vielleicht ist Ihnen dieser Club ein Begriff. Also, der war damals empört, dass diese Initiative angenommen wurde und was da wieder aufzubrechen droht. Da sind Persönlichkeiten dabei, Politiker wie Hans im Stöckli, also dem sagt man Hans im Stöckli, ein Ständerat von Bern, Ceci Bühlmann, Hildegard Fessler, Andi Gross, Journalisten wie Roger Döwe, Staatsrechtler wie René Rinoff, Jörg Paul Müller, Juristen wie Giuseppe Ney, Ueli Mäber, Soziologe, Kurt Imhoff, selig, Historiker wie Georg Kreis oder Elisabeth Joris. Und die haben dann reflektiert, was kommt da zum Vorschein, was kann man dagegen machen. Sie haben damals die Landhausversammlung ins Leben gerufen, vielleicht ist das ein Begriff für jemanden. Und ich habe mich auch dann so ein bisschen in diesem Umfeld bewegt und habe dann sehr schnell festgestellt, es wird über alles Mögliche gesprochen, aber nicht über psychische Konflikte, nicht über die psychische Dimension der Fremdenfeindlichkeit, also einer Abwehr gegen Außen, der schwachen Feindlichkeit gegen unten und der intellektuellen Feindlichkeit gegen oben, gegen politisch engagierte, offene, empathische Geister, kritische Geister. Und dort habe ich dann den Entschluss gefasst, ich will wissen, was in diesen unterschiedlichen Phänomenen zum Ausdruck kommt. Also in Fremdenfeindlichkeit, Schwachenfeindlichkeit und in diesem Ressentiment gegen kulturelle Eliten. Und weil ich nicht Psychiater bin, habe ich gedacht, okay, ich habe irgendwann mal Jus studiert, ich gehe über Jus in die Thematik hinein, von dort zur Psychoanalyse und versuche es wieder zurück auf die Jurisprudenz anzuwenden. Und das war ein ziemlich mühsamer Prozess. Und das Ergebnis, darüber kann man dann streiten. Was das taugt, das liegt jetzt dann im Herbst vor. Und ich glaube, dass Fremdenfeindlichkeit, Schwachenfeindlichkeit und intellektuelle Feindlichkeit mit der Abwehr der Grundaffekte zusammenhängt. Mit Abwehr von Angst, Abwehr von Scham, Abwehr von Schuld. Es ist vielleicht eigenartig, wenn ich als Jurist über Psychoanalyse referiere. Und ich glaube auch, es ist sehr schwierig, über Psychoanalyse zu sprechen. Es hat verschiedene Schwierigkeiten. Es hat Schwierigkeiten des Widerstands. Das ist Schuldabwehr. Den gibt es überall. Der kommt nur besonders deutlich in der Aversion gegen Kritik zum Ausdruck, wie man sie bei den Populisten sieht. Aber sie kommt auch auf den Universitäten zum Ausdruck. Lacans Bezeichnung dafür ist der Diskurs der Universität. Sie müssen sich darunter Scientisten vorstellen,
die nichts Metaphysisches mehr gelten lassen. Also nichts von diesen Bereichen der Erkenntnis, die nicht in einem zugreifenden, objektivierten Denken liegen, sondern eben in so etwas wie Kant die transzendentale Einbildungskraft genannt hat, den Übergang zur Maxime der Heiligkeit, Ansehen des neuen Menschen. Darunter muss man sich eine Desillusionierung vorstellen, oder wie Fromm sagt, eine Enttäuschung, was beides ist. Es ist eine Enttäuschung und es ist eine Enttäuschung. Es ist ein Abhandenkommen von Illusionen, die kann intendiert sein, die kann aber auch unabsichtlich erfolgen. Und was ich nahelege, ist ein Freiheitsbegriff, in dem die Krisis, wenn ich das nicht ausgeschlossen ist, das heißt, die Parallele aufzuzeichnen zwischen Freiheit und dem, was man auch psychischen Zusammenbruch nennt. Die Fantasien, die wir haben, die wir unablässig produzieren in Selbst- und Weltbildern, die haben eine Schutzfunktion. Freiheit ist eine Überforderung, eine Zumutung. Es ist meines Erachtens nicht möglich, völlig frei zu werden. Ich glaube, das ist auch das, was Ernst Bloch sagt in seinem Schluss von Prinzip Hoffnung. Heimat ist das, diese Freiheit, die allen in die Kindheit scheint, in die Vorgeschichte, in der wir noch sind, wie Marx sagen würde, worin noch niemand war. Denn wer ganz frei wäre, der wirklich die völlige Desillusionierung, das wäre der Heilige, das wäre der Übermensch. Wobei der Nietzsche-Forschung wird meines Erachtens zu Recht vorgehalten und allen anderen sowieso auch, dass man verkennt, dass mit dem Über von Nietzsches Übermensch nicht das lateinische Supra gemeint ist, sondern das Trans, ein Hinübergehen. Und hier nur in Also sprach Zarathustra, sagt er auch, das Untergehen ist ein Hinübergehen. Und das Untergehen, das haben wir hier. Die Kenos. Vielleicht kennen Sie den Schriftsteller Laszlo Földen. Er ist daseinsanalytisch geschult. Mich kann man am ehesten daseinsanalytisch verorten. Ich bringe auch ein bisschen Lacan hinein. Also, dass man auch ein bisschen, wer das kennt, weiß, woher ich denke. Und darüber hinaus bin ich aber der Ansicht von Wilfred Bayley. Psychoanalyse ist ein Selberdenken, möglichst im Freien, soweit das geht. Es ist ein Denken über die Freiheit. Die Freiheit selbst ist wieder etwas anderes. Die Freiheit ist ein Öffnungsprozess. Also, man kann sich die Psyche vorstellen als etwas, das aufmacht und zumacht. Das Unbewusste, das sogenannte, ist ein Aufmachen. Und in diesem Sinne sagt zum Beispiel Sartre, das Unbewusste gibt es nicht. Man könnte auch sagen, das Unbewusste ist um uns herum. Man könnte auch sagen, das Unbewusste ist das Ens Realissimum oder das Innerweltsein. Es gibt Dutzende von Ersatzbildungen, je nachdem, wo man zu Hause ist, ob in der Psychoanalyse, in der Philosophie oder sogar in der Theologie. Die Psychoanalyse ist nicht mit Freud vom Himmel gefallen. Wie hat man früher, vor Freud, über die Psyche gesprochen?
da hat die Theologie ganz vieles abgedeckt. Nicht? Auf der einen Seite hat man Hirngespinste und auf der anderen Seite hat man aber das, was Jaspers Schiffersprache nennt. Nicht? Eine metaphorische Sprache über psychische Prozesse. Das sogenannte Unbewusste. Und er sagt, das gibt es nicht. Als das philosophische absolute Ansetzen oder als Freiheit, Aletheia, Logos, Wahrheit, dieser Wahrheitsbegriff im emphatischen Sinn. Dann diese Öffnung der Psyche heißt zugleich Verletzlichkeit, heißt zugleich Sterblichkeitssalienz, Sein zum Tode, Krisiseite, dort auf der linken Seite. Dort ist die Psychoanalyse zu Hause. Und die Psychoanalyse, die verkennt gerne, dass dieses Traumatische als Vertrauer Grundlage aller Systeme ist. Dass die rechte Seite, Kairos, Vertrauen, Öffnung, ist Grundlage aller Systeme. Auf dieser Seite ist eher die Theologie zu Hause. Die Theologie, die spricht vom ekstatischen, pleromatischen, und die Psychoanalyse, die spricht von, sagen wir jetzt mal, lacanianisch, dem realen und dem Mangel an Sein, oder wie Freud auch von Ananke. Nur ist seine Ananke naturalistisch ontifiziert, also das ist naturwissenschaftlich, alles was uns tötet. Heideggerianisch gesagt, macht Freud hat keinen Begriff der ontologischen Differenz. Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist ein feiner, aber entscheidender Unterschied, weil wenn man die Ananke nicht ontifiziert, nicht reduziert, dann ist es wirklich eine psychische Größe. Und dann sind es nicht die Dinge in der Welt, die uns irgendwie behindern. Und was entscheidender ist, als Ananke gehört sie zur Freiheit. Es ist eben gerade nicht ein Prinzip, von dem man sich fremdbestimmt fühlen muss, sondern wenn man das als einen Aspekt oder als eine Hypostase eines Aspekts der Freiheit begreift. Wenn man quasi das Unabänderliche bejaht, das Verschlingende, das alles Seiende an sich hat, dass die Welt etwas ist, in die wir wieder eingehen werden, als ein Untergehen, als Kenosis. Also Sie sehen, es ist eigentlich etwas, es ist eine Erkenntnis, die vor der Subjekt-Objekt-Spaltung liegt, die es aber nur dann Sprache gibt, die einen erschreckenden und einen faszinierenden Aspekt hat. Trennendum und Faszination. Und die entsprechend der Subjekt-Objekt-Spaltung nochmal eine Unterteilung erfährt in ein Verschlungenwerden. Theweleit spricht hier von Körperverschlingung, glaube ich, und Kenosis, Theweleit hat das mit seinen körperverschlingenden oder körperauflösenden ziemlich gut getroffen, oder umgekehrt eigentlich dann auch als ein Getragensein, als ein getragen sein und als Ekstasis, als ein Hineinragen in dieses Unfassbare, das überhaupt etwas ist und nichts nie und nicht nichts, aber dann für uns doch auch das Nichts. Wir sind ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Nichts, das ist unfassbar. Und das erleben wir psychisch, das erfassen wir psychisch, das verdrängen wir psychisch und das hat eine enorme Auswirkung auf Konflikte.
Und ich glaube, die Ananke, die kommt in der Angst zum Vorschein. Und die Kenosis in der Scham. Wir versinken im Boden. Und diese Hypostasen des Absoluten kann man nur stellvertretend in Seiendem wahnhaft abwehren. Wenn man sich nicht so erleben will, sondern Kontrolle gewinnen will über das Worüber der Angst und das Worüber der Scham, dann brauche ich Bedrohungen in der Welt, auch wenn sie nicht da sind. Und ich brauche etwas, auf das ich hinabsehen kann, um das dort zu verorten, um es nicht an mir selber wahrzunehmen. Und diejenigen, die sich gegen ein solches Tun stellen, eine solche Instrumentalisierung, um seine eigene Sterblichkeit abwehren zu können, was nicht eine Frage des abstrakten Denkens ist, sondern eine Frage der gelebten Abwehr der Sterblichkeit. Diejenigen, die sagen, halt, also Dritte, und einen Schuldruf symbolisieren, der Ruf des Gewissens bei Heidegger. Da kommt dann vielleicht diese Urteilskraft schon auch rein bei ihm. Von der notabene auch Freud einen Begriff hatte. Das nannte er nämlich nicht das Übrig dieses Gewissens, sondern die leise Stimme des Intellekts. Die kann man stellvertretend in Personen abwehren, die als Intellektuelle figuriert werden. Das müssen dann gar nicht solche sein, nicht? Aber denen wird dann unterstellt, es gehe um Sprachpolizei, um Machtanmaßung. Die eigentlichen Motive der Intellektuellen oder derjenigen, die Kritik hochhalten, die Freiheit zumuten, die auch in die Freiheit rufen und die zumindest in ihrem Verhalten nicht Ideologien der Fremdbestimmung transportieren, wie zum Beispiel der Freudschen, dass man vom Trieb fremdbestimmt ist, oder von zurückliegenden Kindheitstraumata her, um ein ganz gegenwärtiges Trauma nicht wahrnehmen zu müssen. Oder fremdbestimmt von den sozialen Verhältnissen, oder fremdbestimmt von der Evolution, oder fremdbestimmt durch irgendwelche Automatismen im Gehirn, sondern die Menschen in die Verantwortung rufen und darauf aufmerksam machen, wie selbstbestimmt man eigentlich Realität im schlimmsten Fall auf psychotische Weise umbaut. Denken Sie an die Faktenfreiheit, denken Sie an die Alternative Facts, Verschwörungstheorien, Argumentresistenz, die eher psychotisch die Realität dem eigenen Wunschdenken oder eben besser gesagt den eigenen Wunschbildern angleicht. Deshalb sagte Bayen, Ausschlussprozesse sind eigentlich psychotische Prozesse. Da wird der Abgrund in Fremde hineingesehen. Und in einer ideologischen Verkehrung wird dieses Böse tun, das in diesem Hineinsehen des Abgrunds in andere liegt, dieses Böse tun wird auch noch genau auf die gleichen Fremden dann projiziert. Also die sind dann abgründig und böse. Sie haben dann quasi das und bei den Schwachen dasselbe. So, ich glaube, meine Zeit, ich habe sie nicht umgelegt. Ja, also das waren jetzt erst 20 Minuten, aber ich kann auch mit einem Punkt in die Diskussion reingehen. Eben, also vielleicht, wenn irgendwelche Fragen jetzt schon sind, gerne, ich komme dann sofort wieder ins Recht. Weil ich finde, es ist wirklich eine sehr spannende Thematik, vielleicht doch noch ganz kurz, sich zu fragen, was wird eigentlich inszeniert? Und da sind wir dann wirklich auch bei diesem bei dieser zentralen Frage des Symposiums, nicht?
soziale Gruppierungen müssen und wollen in irgendeiner Form wahrnehmbar gemacht werden. Welche Distinktionsmerkmale, welche Inszenierungstechniken dienen dazu? Nicht? Und da wäre natürlich für den Symbolforscher die Frage interessant, ja, was heißt müssen und wollen? Welche Motive sind dahinter, die wollen, müssen oder nicht? Das ist ja, es ist ja auch interessant, diese ganze Identität, die Identitätsfrage, also die kritische Theorie, die ist nicht grundlos sehr identitätskritisch. Und vielleicht müsste man auch einen anderen Begriff nehmen, von dem dann Identität zu unterscheiden wäre, zum Beispiel Authentizität. Identität ist das, was im Spiegelstadium gebildet wird. Identität ist etwas Haltgebendes. Identität ist etwas Illusionäres. Identität ist etwas, das man braucht. Aber dieses Brauchen, das wäre zu hinterfragen in meinen Augen. Weil es ist eben genau nicht Freiheit. Man braucht es ein bisschen, würde ich sagen. Manche brauchen es mehr, manche weniger. Aber man muss den Menschen auch Freiheit zumuten. Und die offene Gesellschaft, hat mal jemand gesagt, setzt das Individuum aus. Und das ist eben auch eine ontologische Aussetzung. Nicht? Man, es, die Gesellschaft bietet nicht mehr diese Ideologien, mit denen sich leicht eine Identität zimmern lässt. Nicht? Also die Individuen, die werden, und das verkennt die ganze Soziologie, nicht? Die Individuen, die werden auch ontologisch ausgesetzt. Die Ideologien sind ein Schutz vor dieser Todessalienz, vor dem in der Welt sein. Das macht zum Beispiel in den NZZ-Kolumnen, kennen Sie vielleicht Carlo Strenger, dieser Psychoanalytiker, der in der NZZ-Kolumnen schreibt. Der pocht im Anschluss auf Jasper darauf. Über den Tod oder der Verblendungszusammenhang bei Adorno. Ja, Herr Michel. Eine ganz konkrete Frage, in das hineinführt, was Sie gesagt haben. Sie sind ausgegangen von dieser böswilligen Minaret-Initiative. Seinerzeit habe ich meine Assistentin gefragt, Arabistin, was hat das eigentlich mit dem Minaret für eine Bewandtnis? Da sagt sie, das gehört eigentlich zur islamischen Kultur überhaupt nicht. Das ist eine späte Erfindung. Früher ist der Muezzin einfach auf das Kirchendach geklettert und hat am Abend zum Gebet gerufen. Das Minarett ist ein Schnickschnack, das nirgends, weder im Koran noch in den Hadithen, irgendwie vorkommt. Warum hat diese Initiative auf das Plakat das Minarett gesetzt? Ebenso blöd wie heute den Apfel, der von Würmern gefressen wird, der auch nicht zwingend für die Schweiz steht, Exkurs hierzu. Der Apfel ist wahrscheinlich inspiriert durch den Apfel von Wilhelm Tell, aber das war ja eigentlich das Instrument von Gessler. Also der Apfel für die Schweiz, das ist 180 Grad Blödsinn, oder? Und das Minarett, wie sehen Sie das? Allein dieses Bild, wir haben das alles noch vor Augen, ich kenne es sonst nur auf der Homepage auch. Was hat das für eine evokative Kraft, sodass man nachher, also eben aus intellektueller Seite, so eminent dagegen sein muss? Also ich kann die Frage vielleicht auf drei Ebenen beantworten. Das Minarett lässt sich ja vielleicht als etwas Bedrohliches darstellen. Das wurde ja dann auch so als Rakete, als Schwarze dargestellt. Damit kann man, wie bei der Burka, nicht, kann man Emotionen schüren gegen eine Religion, mit der Kuppel und der Moschee vielleicht weniger. Eine rechtliche Antwort. Es ist Angelegenheit der jeweiligen Religion selbst zu definieren, was zu ihrer Religion gehört.
Nicht? Wenn die plötzlich finden, das Minarett ist zentraler Bestandteil unserer Religion, dann hat man aus rechtsstaatlicher Sicht nichts mehr zu melden, weil das ist genau die Religionsfreiheit. Und der dritte Aspekt, wieso, dass Sie auf das Minarett losgegangen sind, oder was sage ich? Nein, warum die SVP das ausgerechnet als Marke, eben als Symbol für ihre Initiative genommen hat. Also zwei Dinge sind jetzt. Ja, um einen Feind zu generieren. Und damit lässt sich natürlich Macht gewinnen, weil der Mensch eben nach Feinden sucht. Weil nur mit Feinden kann er Sterblichkeitssalienz abwehren. Und das macht es dem Krieg und dem Rassismus und dem Faschismus und dem Autoritarismus immer so leicht. Also die Freiheit und Emanzipation macht es viel schwieriger, weil sie den Menschen aussetzt. Und dann geht es vielleicht auch um die Konkurrenz zum Kirchturm und darum, dass das Minarett eine Höhe symbolisiert, was auch schon wieder mit Macht, ja, mit Macht assoziiert wird. Verschiedenste Aspekte, die man da noch rausziehen könnte, die eben auch eher dann die Emotionen betreffen. Ich möchte gerne auf das Flugblatt von dem Buch darauf zu reden kommen, ganz kurz. Da steht im letzten Satz, diese Rechtstheorie könnte ein wertvolles Denk- und Arbeitsinstrument sein, sowohl für Konfliktlösung und Politik als auch für die Rechtstheorie und Rechtspraxis, jetzt bezogen auf dieses, auf diese unsägliche Minarett-Abstimmung. Wie könnte das zur Konfliktlösung und die Rechtspraxis, was weiß ich, anwendbar sein, von heute aus gesehen, von damals aus gesehen, einfach, dass man das praktisch irgendwie fassen kann? Gut, diesen zweiten Teil habe ich jetzt gar nicht aufgetan, die Rechtsanthropologie. Ich glaube, es ist schon heilsam für die Kultur, wenn man über psychische Konfliktursachen spricht. Was zeigt sich in der Fremdenfeindlichkeit, was zeigt sich in der Schwachenfeindlichkeit, was zeigt sich in der Kritikfeindlichkeit oder in Aversion, Widerstand gegen Kritik. Widerstand ist der Fachbegriff in der Psychoanalyse. Man will eine bestimmte Antwort hören, die zum eigenen Abwehrschema passt und will eigentlich nicht hören, dass der Psychoanalytiker einem nichts zu sagen hat, weil das ist die Antwort eigentlich. Das ist kompliziert. Ich versuche dann zu zeigen, dass wenn Freiheit eine Öffnung ist, frage ich dann natürlich, in welchen Rechtsprinzipien findet sich diese Öffnung oder diese Begegnung oder dieses Hinsehen oder Hinhören, und sage dann, welche Rechtsprinzipien besonders Gewicht haben. Verhältnismäßigkeitsprinzip, Einzelfallgerechtigkeit, rechtliches Gehör, Individualisierungsprinzip in der Sozialhilfe. Das ist alles ein Hinsehen auf den Nächsten. Oder negativ, Diskriminierungsverbot. Dass man den Nächsten nicht hinter Kategorien des Bedrohlichen und Verrechtlichen verschwinden lässt, um in ihm ein Instrument für die psychische Abwehr zu gewinnen. Dann ist das negativ, ist das Diskriminierungsverbot das höchste Gebot, die Summa lex. Und nur in diesem Hinsehen, das sich im Verhältnismäßigkeitsprinzip abbildet, oder in der Meinungsäußerungsfreiheit, verstanden als Gebot zur eigenen Urheberschaft, zur Erhebung der eigenen Stimme und nicht bloß einer ausgeliehenen Stimme. Erst in dieser Öffnung erkennt man sich in fundamentaler Hinsicht als gleich. Und von dem her wäre das Gleichheitsgebot vom Verhältnismäßigkeitsprinzip abgeleitet. Also Sie können dann solche hermeneutisch-anthropologische Gedanken machen, nicht? Wenn Freiheit Begegnung heißt, oder der Horizont der Begegnung ist, der Exposition des politischen Menschen, Hannah Arendt, nicht? Und wenn dann dieser Kantsche Freiheitsbegriff der Horizont dieses politischen Menschen ist, nicht? Das hat ja Arendt gesagt, das haben Sie ja vorhin angeschrieben. Was bedeutet das für das Recht?
Das Problem ist, die ganze Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, die stellt noch gar nicht solche Gedanken an. Die befindet sich eben auf einem erkenntnistheoretischen Niveau, wie Sie es vorhin angeschnitten haben im Anschluss an Descartes. Wobei eben, ich glaube, da wird zum Beispiel Kant verkannt. Der ist nicht nur ein erkenntnistheoretischer Denker gewesen, sondern der ist auch ein wirklich schon sehr guter Metaphysiker gewesen. Bloß, er konnte sich das Böse nicht erklären. Der Psychoanalytiker Taras Lipovac sagt, Kant kannte den Todestrieb nicht. Der hat über sein radikales Böses, hat er gesagt, unbegreiflich. Nicht? Aber, also, das heißt, er hatte keinen Begriff der Abwehr, hier, Angst und Schuld Abwehr. Aber er hatte einen Begriff von dem hier, so eingefärbt, transzendentale ja, und dann insbesondere von der Metanoia, nicht? Von der Umkehr, von dem Loslassen von tröstenden Welten, Selbstbildern. Was hat er denn? Hat er das Anziehen des neuen Menschen? Genau. Ja, ganz fantastisch. Ihr Schaubild, ist das bei den Unterlagen dabei? Ja. Okay, super. Vielen Dank. Sehr gern geschehen. Also vielleicht gleich noch mal, aber vielleicht in sozusagen egoistischer Manier habe ich mich selbst kurz auf einen kleinen Nebengleis auf die Liste gesetzt. Wenn wir auf das Schaubild zurückkommen, ist natürlich sehr klar, das Anliegen und der Gegenstand steht sehr im Vordergrund. Aber ich finde, im Hinblick auf unsere Tagung gibt es eben noch so eine kleine Fußnote. Was interessanterweise dieses Schaubild und Ihr Gedankengang ja auch macht, ist nochmal zu überlegen, Auslegeordnung aller psychoanalytisch motivierten, inspirierten Denker, kriegen wir die eigentlich noch zusammen im Hinblick auf eine drängende Frage. Was ja sonst meistens passiert, ist sozusagen die Ausdifferenzierung, die Abgrenzung, wo sind die Unterschiede, wer grenzt sich gegen wen ab. Und wir lernen eigentlich im akademischen Denken das Differenzieren, das Abgrenzen, das Suchen nach Unterschieden, sodass wir am Schluss auch den frühen Lacan vom späten Lacan abgrenzen. Das hat natürlich alles seine Richtigkeit. Ich finde aber den Effort zu überlegen, gibt es da noch ein Gravitationszentrum, das wir benennen können, aus dem eben ein soziales Aggregat dieser Denker, aus dem wir etwas generieren können für die drängende Frage, die wir jetzt haben, nämlich, was passiert da eigentlich gerade in unserer Gesellschaft? Können wir das nicht nur erklären, sondern vielleicht auch eine Handhabe entwickeln, finde ich das erstmal eine Wunderung hervor. Der hat mit unserer Tagung zu tun, weil sozusagen hier Denker in ein soziales Aggregat nochmal zusammengebracht werden, statt sie weiter auseinanderzutreiben. Das finde ich also schon auch eine mutige Aufgabe. Ja, ja, das ist braucht. Vielleicht finden wir es danach. Ich muss alles gerne mitzumachen. Und es gibt auch viele Denker, die problematisieren die Fächergrenzen. Nicht? Also Heidegger war ganz sicher, Adorno aber auch. Oder nehmen Sie Heinrich Barth, den Bruder von Karl Barth, der hat gesagt, es darf ein Zusammenschauen. Wir kommen nur weiter mit einem Zusammenschauen. Oder Jaspers, in der Liberalität wird Theologie und Philosophie wieder eine Einheit sein. Das ist ein wichtiger Punkt, danke schön. Ja. Also, dass man auch diese andere Bewegung nicht vergisst. Die analytischen Philosophen, die verlieren sich in mikroskopischen Sprachspielen, habe ich mal gelesen. Nicht, aber man hat das hier überall. Es gab vorher schon noch eine andere Meldung und dann. Ja. Ah, ich habe eine Tochter gesehen. Inwiefern sind diese Abwehrformen bei psychischen Störungen anders wie Autismus oder Schizophrenie oder auch andere geistige Erkrankungen? Du sprichst hier etwas Wichtiges an, das ich nicht gesagt habe. Ich mache eine politische Psychologie oder eine Psychopathologie des Alltags. Das ist ganz im Sinne Freuds. Das heißt, ich gucke nicht nur, was wird gesellschaftlich, psychiatrisch als Krankheit definiert, sondern ich frage, wo finde ich das in der Normalität? Und dann fragt man sich halt, dann muss man sich fragen, ja, wo finde ich
Wahnbildungen, die eher psychotischer Natur sind, in der Gesellschaft, die finde ich vielleicht bei religiösen Fundamentalisten, die finde ich bei den Esoterikern, die finde ich bei Rechtsradikalen und so weiter. Und wo finde ich eher neurotische Abwehrmuster? Die finde ich in der Universität. Die lakanianische Rechtstheorie, ich nenne das mal so, so einzelne Personen aus hier, insbesondere Pierre Léger, halten den rechtsauslegenden Juristen als den Idealtypus des Zwangsneurotikers. Also nicht. Klaus Thebeleit sagt, die Soziologen und die Historiker hätten keine Ahnung von Psychoanalyse und seien auch noch stolz darauf. Das sagt etwas ähnliches. Es ist letztlich überall, wo man denkt, Metaphysik sei etwas, das man überwunden hat, ist dieser Typus zu Hause. Oder bei Leuten, die sagen, die Wahrheit gibt es nicht. Der Philosoph Michael Hampe nennt dieses Wort der Mensch den kulturwissenschaftlichen Linken. Oder die sagen, das Böse gibt es nicht. Das Böse ist eine Abwehr des Unbewussten, des Absoluten, der Öffnung des Geistes. Ich habe noch zu den drei Quoten, das heißt Florence, ja, vielleicht also nur kurz, und dann müsste ich auch schließen. Es ist eine Frage, aber ich finde, es ist immer Analyse, Analyse, Analyse. Und ich komme eh aus dem Vieh 2. Also Analyse ist ja zerstückeln, aber wir müssen mit dem guten Geist Synthese machen. Dann hat man ein besseres Ergebnis. Also das Zusammenführen, von der, anstatt dass man es immer zerstückelt. Analyse, ja, das versuche ich ja zu machen. Nicht? Kann ich schon fragen, Entschuldigung. Das ist ja eine totale Zerstückelung und man probiert sich dann wirklich zu analysieren und immer mehr und am Schluss muss man dann mit den Aha-Erlebnissen eine Synthese machen und dann wieder zusammen. Ja, wobei diese Analyse ist eben gerade nicht eine Zerstückelung, sondern der Versuch eines Zusammenschauens. Ja, okay. Aber wie Psychosynthese können auch als Fach. Ja, also eben, das gibt es nicht als Fach. Also Psychoanalyse gibt es eigentlich sowieso nicht an den Universitäten. Und eine Schnittstellendisziplin von Psychoanalyse, hermeneutischer Anthropologie oder philosophischer Metaphysik und sogar Prototheologie. Ich wüsste nicht, wo es so etwas gibt. Geschweige denn auch noch eine Rechtsanthropologie, die auf einem solchen Denken aufbaut. Nicht? Aber es ist ein alter, es ist zum Beispiel eine alte Forderung der kritischen Theorie, eine Synthese von Sozialtheorie und Psychoanalyse zu bewerkstelligen. Das ging mit den bisherigen Psychoanalysen schlecht, weil das einfach die Ideologien der Fremdbestimmung waren, wie ich es vorhin geschildert habe. Nicht? Und nicht Philosophien der Freiheit. Nicht? Also in diesem Sinne sind Philosophen wie Ernst Bloch wirklich ernstzunehmende Psychoanalytiker. Und Ernst Bloch beispielsweise ist nicht viel Marxismus. Deshalb hat man ihn auch den marxistischen Schelling genannt. Also Buber ist dann nicht mehr synthetisch. Buber ist schon auch synthetisch. Also Sachen zusammenführen und ein gutes Ergebnis. Ja, also der hat in seinem Ich-Du-Verhältnis, ja, spricht er eigentlich über diesen Öffnungsprozess, den man abwehrt und unter den Deckel hält. Und auch dort sagt Buber, das ist eine Forderung, eine Überforderung. Also du kannst nur kurz in diesem Ich-Du-Verhältnis bleiben, dann musst du wieder in Sich-Es-Verhältnis, dich erholen gehen sozusagen. Also das tiefenpsychische, die Öffnung, die Begegnung ist eine Überforderung, nicht? Liebe ist ganz nah zusammen mit Angst. Liebe heißt Angstbereitschaft oder Freiheit heißt Angstbereitschaft. Ich hätte noch zwei Meldungen, dann müsste ich die Liste hier schließen. Wir können ja nachher, das ist heute Abend, miteinander diskutieren. Und vielleicht noch die zwei Ordnungen. Das war gar keine Frage, ich habe das falsch interpretiert. Dann nur noch eine. Ja, nur so als Anmerkung. In der modernen Wissenschaft und in der Physik gibt es ja auch eine immer größere Öffnung. Wenn wir an die dritte
der Antimaterie denken und die kleinsten Teilchen, wo man dabei ist, zu erkennen, dass da ganz andere Naturgesetze herrschen, die wir teilweise noch gar nicht kennen. Also das geht eigentlich schon aus von Karl Poppers Bedeutung von Deduktion, dass man eben nur so lange ein Naturgesetz als gültig anerkennen kann, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. Also da sind wir zurzeit eigentlich in einer Öffnung, auch in den Naturwissenschaften. Ich will das jetzt nicht als Metaphysik ansehen, aber von der geistigen Haltung gibt es da ähnliche Prozesse. Ja, da mögen Parallelen sein. Aber man muss scharf unterscheiden. Wir sind hier wirklich in der Ontologie und nicht in der Ontik. Naturwissenschaft, Physik bleibt ontisch. Und hier sind wir bei seelischem Erleben, das, wenn Sie so wollen, nicht einfach ein Erleben ist, wie das Erleiden bei einem Tier, sondern, wenn Sie so wollen, bewusstseinsgeschwängertes Erleben und Erleiden. Und das ist ontologisch. Nicht? Und das, was die Daseinsanalyse Leiden am Sein nennt, das ist ein Öffnungsprozess, in dem wir uns wirklich als ein Sein zum Tode erleben. Und indem wir nicht Seiendes heranziehen, um Aspekte und Hypostasen des Absoluten darauf zu projizieren, um uns Kontrolle bezüglich dieser Unmittelbarkeit vorzumachen. Und vielleicht als Schlussbemerkung für den autoritären Charakter ist die Frau ein Multifunktionstool. Sie ist Projektionsfläche aller Aspekte und Hypostasen des Absoluten. Als Projektionsfläche für die Ananke ist sie eine verschlingende Urmutter. Nicht? Als Kenosis ist sie die dreckige Hure, als Pleroma die Heilige und als Ekstasis ist sie ein luxuriöser Besitz. Ein Glücksersatz, ein Schuldschein auf das Reale, würde Bob Thatcher sagen. Ja, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.